Okay, I want a fair fight. Watch your head. Break and stop boxing, step back and go on. Touch gloves and good luck. Sechs Runden im Leichtgewicht sind angesetzt. Seconds out, Ring frei, Runde 1. Round 1, give it a big hand. Erste Runde. Und dieser Franklin Duomo gilt hier als ganz, ganz großes Talent. Legacy Sports Management ist begeistert von ihm mit Karim Akka und Flavio Oliaga Mirabal. Technisch feiner Boxer. Guter Amateur gewesen. Ja, und er legt hier schon mal flott los. Viele Fans mitgebracht. Erfahren am Anfang Gegner, Jada Cardoza, 49 Kämpfe, Profi seit 2009. Aber auch schon körperlich hier unterlegen. Bessere Reichweite, Franklin Duomo. Und er macht hier von Anfang an Druck. Der selbstbewusste Bursche, gut, die Rechte da mal reingepflanzt. Mal verloren, der Cardoza, 7 Mal vorzeitig. Also ganz einfach ist er auch nicht K.O. zu schlagen. Sehr beweglich. Der Franklin Duomo. Andreas Schweiger, diesmal dritter Mann im Ring. Ja, macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen. Gerade mal 20 Jahre alt, der Duomo. Aus Frankfurt, lebt heute in Düsseldorf. Er hat viele Fans, schon mit seinen jungen Jahren. Gewann vergangenes Jahr in Wuppertal seinen ersten Profikampf gegen den erfahrenen Georgier Georgi Gatsche Chilaze. So, also, gute erste Runde für Franklin Duomo, der auch von Peking Okchai hier betreut wird und trainiert wird. Er ist ein zäher Fighter, der Cardoso. Cardoza, so halt. Aber bislang hier in Runde 1 keine Chance gehabt gegen den Franklin Duomo. Hier nochmal Blick in seine Ecke. Na, der hört genau zu, was Okchai ihm da im Ohr flüstert. Seconds out, Ring frei, Runde 2. Round 2. Zweite Runde. Seine Lieblingsfarbe übrigens von Duomo ist pink. Sieht man auch hier an seiner Kleidung. Sehr modeaffiner junger Mann. Harter Körpertreffer. Nochmal. Ja, Nicaragua geboren, der Jada Cardoza. Lebt in Barcelona. Ja.
Hat nach seinem ersten Profikampf hier lange an einer Handverletzung laboriert, der Franklin Duomo. Kapselverletzung, immer wieder Probleme gehabt, aber jetzt ist alles ausgehalten. Das sieht man auch hier, mit welcher Power er da zur Sache geht. Ja, ein guter Treffer hier von Cardoza. Unterschätzen sollte man den kleinen Mann nicht. Nummer 4 nach wie vor in Nicaragua, ein super Federgewicht. Nummer 299 in der Welt. Also, da kann schon was, und da wieder die nächste Rechte, die durchkommt. Er sollte jetzt seine Linie nicht verlieren, der Duomo. Und sich da auch irgendwelche Schlägereien einlassen. Na so, Führungshand raus. Ja, der kleinere Boxer überhaupt keine Chance, an ihn ranzukommen. Aufwärtshaken, linke nochmal zum Kopf. Ja, macht er gut jetzt wieder. Wilde Hauerei da am Seil. Fertig ist der Cardoza nicht. Der packt hier auch mal aus. Hab gesagt, so wie in der ersten Runde, dann lasse ich ihn nicht mit mir rumspielen. Zeigt jetzt auch mal, dass ich was drauf habe. War 2012 WBC Latino Champion im Halbfliegengewicht noch. Also ganz unten. 2013 dann Weltmeisterschaftskampf um die WBC Krone im Halbfliegengewicht. Niederlage nach Punkten gegen Adrian Hernandez aus Mexiko. Und 2016 Punktniederlage gegen Felix Alvarado, bis vor kurzem noch IBF-Weltmeister im Fliegengewicht. Der verlor seinen Titel dann Ende vergangenen Jahres erst gegen den Engländer Sonny Edwards. Also der hat schon Weltklasse Leute vor den Fäusten gehabt, der Jager Cardoza. Second out, ring 3, 1 Kilo an beide auf die Waage gebracht. Cardoza wird betreut von Georgie Sanchez. Also der Bomo hat zwar hier alles im Griff, aber er muss aufpassen, dass er, wenn die da mal wieder so aufeinander rein donnern, sich da nicht mal diese Rechte von Cardoza fängt. Der holt die weit her, und das sieht man auch gut. Deckung, jetzt warte mal oben, die Rechte und sofort der Gegenangriff, Körpertreffer gut, versucht jetzt zu variieren. Ja, man muss natürlich sagen, als zweiten Profikampf gleich gegen einen erfahrenen Burschen wie diesen Jader Cardoza anzutreten, das ist mutig. Sowohl von ihm als auch von seinem Management, aber wenn er nach vorne will, dann kann er eben keinen Fall aufs Boxen. Das ist Cardoza mit Sicherheit nicht.
Da war die rechte wieder. Ich sag ja, das ist gefährlich, wenn er da zu nah am Gegner ransteht. Da geht der Cardoso an so ein kleines Schrittchen zurück und haut dann die rechte zu. Ja. Wenn Break ist, ist Break. Da sollte man nicht mehr hauen. Der Andreas Schweiger hat ihn mal unmissverständlich klar gemacht. Da wieder die rechte. Also da ist er schon ein bisschen lässig unterwegs. Aber meine Herren, das ist ein zweiter Profikampf und dafür ist er schon sehr gut, was er hier zeigt. Der Franklin. Die ersten drei Runden hat er gewonnen, aber er lebt auch gefährlich, wenn er seine Deckung da ein bisschen hängen lässt. Deutscher Vizemeister bei den Jugendlichen und dreimal Deutscher Meister. Da hat Franklin Duomo, Mitglied der Nationalmannschaftsstaffel und boxt in der Bundesliga für BSK Hannover-Selze. Round 4. Markus Schwer, da hinten der Cutman. Die Hälfte ist rum. Bislang klare Führung für Franklin Duomo. Und Kondition hat er. Abgefangen und nochmal die linke, schön nachgezogen. Körpertreffer, das hat ihm auch weh. Und nochmal die linke. Und es geht da hinterher. Boxt ein bisschen an, lässt ihn da stehen. Er wirklich sehr geschickt, auch taktisch. Zieht da kein Dauertrommelfeuer ab, sondern setzt da seine Angriffe gezielt ein. Und dann legt er wieder ein Päuschen ein und dann geht es gleich wieder los. Und es ist ganz schwer für Cardoso da an der Führungshand vorbeizukommen. Jetzt war die Deckung wieder oben. So muss es sein. Wieder abgefangen und aufwärts sagen. Wunderbar macht er das. Zweiter Profikampf, ich sag's. Und schon abgezockt. Ja, Franklin Duomo. Sehr gute Runde, nicht einmal in Gefahr gewesen, Franklin Duomo.
hat hier seine Angriffe gesetzt. Klare Treffer. Verbuchen können. Hier nochmal die Zeitlupe. Hier schön abgefangen. Und dann hat er im 2 schön davon hat geknallt. Quatsch. Ja. Wirklich ein Riesentalent. Hat sein Fachabitur gemacht, ist dann nach Düsseldorf gezogen. So, wieder unter den Fittichen der Düsseldorfer Legacy Sportsmanagement. Second out, Ring frei, Runde 5, Round 5. Kommt dann immer hier zum Training auch zu Bekim Oksa. Die Nummer 7, bereits nach einem Kampf im Gleichgewicht in Deutschland, Nummer 1 ist der Artem Harutunjan vor Nenad Stančić und Ovik Bebram. Ja, von dem haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Vom Münchner. Seid ihr auch mal ein Shootingstar? Hat dann einen Kampf verloren und bin ich da nicht mehr richtig von beratet. Ganz schnell nochmal die Linke da an den Kopf geknallt von Cardoza. Ja, der Cardoza hat in der zweiten Runde noch seine besten Aktionen gehabt. Alles halb so wild. Da hat er mal aufgetreten in der zweiten Runde, Cardoza ein bisschen, und hat da im Nahkampf ein paar gute Treffer gesetzt, aber seitdem der Duomo sich da wieder für das gute Boxen entschieden hat, keine Chance. Nee, kein Hinterkopf, sagt Schweiger. Und der haut immer noch mal zu. Mal schauen, wie lange Schweiger sich das noch mit anguckt. Andererseits liegt er so weit nach Punkten hinten. Ob er da noch einen Punktabzug kriegt oder nicht, spielt dann auch keine Rolle. Ja, jetzt kommt doch nochmal der Cardoza. So, da gibt es noch eine Verwarnung für Cardoza. Schweiger hat ihm ein paar Mal gesagt, er soll da saubere Boxen, hat er nicht gemacht. Gut, aber wie gesagt, auf den Punktabzug kommt es auch nicht mehr drauf an. 5 Runden sind rum. Alle 5 an Franklin Duomo. Und ich denke mal, die 6 holt er sich auch noch. Der Jada Cardoza boxte zuletzt in England. Verlor gegen Kais Ashfaq und gegen Kurt Walker. Und in diesem Jahr hat er auch schon einen Kampf gemacht. In Wangen-Allgäu gegen Christopher Muafo. In Kamerun geboren, lebt heute in der Schweiz in Biel. Den Kampf hat er auch verloren. Na, der lebt noch von seinem guten Ruf von früher.
und dass er auch für junge Leute gefährlich werden kann. Das hat er hier auch schon angedeutet. Runde 6, Round 6, letzte Runde, Final Round. Aber der Franklin Womo ist natürlich ein Typ, der gut boxen kann, der technisch stark ist, der nicht mehr ins Boxhorn jagen lässt. Bei aller Routine, die er hat, der Cardoza. Gut, wieder jetzt Führungshand, rechte ausgepackt. Oh, da hat man gefunkt. Also richtig. Also, er darf da nicht schludrig werden, der Womo. Aber es zeigt auch, dass er durchaus in der Lage ist, auch mal den Hammer zu nehmen. Auch gut zu wissen. Und schön jetzt die Linke da reingedrückt. Ja, guter Kampf. Bislang der Beste heute Abend. Sehr gut. Und so zwei, drei Schlägen weggetaucht. Und jetzt hier Konter wieder. Ja, schaut aber kurz zum Ringrichter, der Cardoza, aber war kein Hinterkopf. War schon ein regulärer Treffer. Noch zweimal gut durchgekommen. Ja, ja, das macht er. Macht er klasse, der 20-Jährige. Also wenn der bei sich bleibt, wenn er weiter hart trainiert, Disziplin an den Tag legt, kann das wirklich was werden aus dem Franklin Womo. Und nochmal, wie gesagt, sein zweiter Kampf, das gegen einen Mann wie Yada Cardoza, der muss man einfach so gut aussehen. 25 Sekunden. Der hat aber auch einen Eisenschädel. Cardoza. Ja, schöner Kampf. Gut gemacht. Hat auch keine Sperenzchen gemacht im Ring. Hat ja wirklich 6 Runden die Sache durchgezogen. Und ich denke mal, über den Sieger dieses Kampfes, da gibt es kein Vertun. Keine Diskussion. Hat er wirklich alles gut durchgezogen. Hier nochmal in die Ecke von Yada Cardoza mit Georgi Sanchez. Er hat auch nicht enttäuscht. Hat hier alles aus sich rausgeholt, auch der 33-Jährige. Aber hier nochmal die Linke, die er dem Womo da an die Ohren haut. Der war nochmal gefährlich. Aber ansonsten hat er alles im Griff gehabt. Auf Franklin. Warten wir trotzdem das Urteil ab. Und dann sieht man mal, man muss sich nur die schweren Jungs nicht angucken, sondern hier auch die Leichtgewichter, die bringen natürlich klasse Leistung. Beste Beispiel ist er hier, Franklin Womo.
Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, noch mal einen großen Applaus für beide Fighter. And we go to the scorecards, das offizielle Urteil. Daniela Otten wertete den Kampf 59-54 und Kasim Kurnaz und David Boskovic werden den Kampf 60-53. We got a winner by unanimous decision. Einstimmiger Sieger nach Punkten. From Legacy Boxing, Franklin, the Tank Tournament. Klare Angelegenheit hier für Franklin Dwomo. Er hat wirklich gezeigt, dass er ein großes Talent ist und dass Legacy Sports Management ja einen guten Fang gemacht hat. Ganz rechts Karim Akka, Chef von Legacy Sport. So, und jetzt lässt er sich nochmal von seinen Fans feiern und das zu Recht. Franklin Dwomo. Franklin, ganz kurz, herzlichen Glückwunsch, hartes Stück Arbeit, trotzdem Gratulation zum Sieg. Wie hast du deine Leistung heute gesehen? Vielen Dank.